Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Sonntagabend-Livestream hier im Bausimulator. Ja, wir knüpfen hier nahtlos an, würde ich sagen, und viel Spaß mit dem Video. So, was hätten wir denn noch? Mehrfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. Oha, 10 Schritte. So, hier Silo, Industriegebiet. Das gibt auch richtig Geld, ne? Diese Silos. Das gibt richtig Kohle. Und Transport. Verkehrsstraße, ja, nö. Der gibt richtig Kohle. Silo im Industrie. Oberbodenabteil. Oberbodenabteil, wenn ich das schon wieder lese. Das ist bei beiden, ja, herzlichen Glückwunsch. Naja, gut, hätte man drauf kommen können, ne, von alleine. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den hier. Zack. Auftrag annehmen. Oberbodenabtrag, Planierraupe, juhu. So, Fuhrpark, Planierraupe. Einmal auslagern, bitte. So. Und da können wir eigentlich auch direkt einsteigen. So, okay. Da sind wir schon mal. Oh, ist ja gar nicht so weit von zu Hause. Ist richtig gut. Einziger Nachteil ist, wir können schlecht bis dahin fahren. Nee, ich höre mich nicht so gut an. Ist auch so, ich fühle mich auch so ein bisschen danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, was willst du machen, ne? Passiert. Muss ich durch. So, was haben wir denn hier? Auftragssilo angenommen, das haben wir schon mal. Oberboden ab. Meilensteinlevel aufgestiegen. Yeah. So, warte mal. Warte, andersrum. Wo müssen wir es denn hinschieben? Oder wie oder was? Wo schieben wir was hin? Ah, wir schieben es mal von. Aber guck mal, wir schieben es mal von hier nach da und von da nach dort. Ah, ich sehe nichts. Ja, ich versuch's, Anke. Wird schon nicht so schlimm werden, also. Ist halt Nase, ist halt ein bisschen dicht und, huch. Und der Husten, der nervt ein bisschen. So, halt, Moment, irgendwas macht er hier nicht. Und ich merke halt gerade beim Stream oder jetzt so beim dauerhaft Drehen, dass es halt von der Nase her nicht besser geworden ist gerade. So, jetzt. Oh, nee, andere Richtung. Oh. So. Egal, wir müssen ja auch nicht ein bisschen die Puppenhäute reinmachen, ne? So. Kriegen wir auch noch hin. So, schieben wir mal von hier nach da. Ah, sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Das finde ich hier bei dem neuen Bausimulator echt gut, ne? Also beim alten war das ja echt eine Katastrophe. Dann hat sich die Erde so aufgebaut vor der Schaufel. Und dann konntest du ja gar nicht mehr fahren. Das ist hier um Welten besser, ne? Um Welten. Das macht echt viel mehr Bock. Also mal abgesehen davon, dass jetzt Planierraupe fahren immer noch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ich glaube, das wird es auch nie. Aber das macht hier schon dann mehr Sinn als im alten Teil. Im alten Teil war das eine richtige Katastrophe. Dann ist dann irgendwann hängen geblieben, weil zu viel Erde irgendwie vor der Schippe da war. Und oh, Katastrophe. Mann, ich wollte nicht. Nein. So. So, 50% haben wir. Ja,
Jawohl. Ja, wird langsam. Hier kommen Silos hin. Wahrscheinlich Getreidesilo oder sowas. 20 Millionen Silo. So. Runter damit. Und ab das hier. Nein. Darüber. So. Und jetzt. HG Grafisch haben die da auch einiges zugelegt, würde ich sagen. Also ich habe in irgendeinem Video schon mal erwähnt, ich habe hier und da in so Facebook-Foren hatte ich halt mal gelesen, so, dann haben die das Grafisch zerrissen, so. Von wegen, hey, Astragon war noch nie so für seine Grafik bekannt und bla bla bla. Wo ich mir gedacht habe, ey, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt den Bausimulator 3 anschaue und das hier sind das schon mal Welten. Also ich finde das auch richtig nice gemacht mittlerweile hier. Also ich frage mich, was sich manche immer erträumen so. An irgendwelchen Grafikwundern oder sonst irgendwas. Das ist ein Bausimulator und keine Ahnung was. Und dafür, also für den Bausimulator hier, sieht richtig gut aus. Und das für eine PS4 jetzt hier allein schon, ne? So, 5%, oh komm, ein bisschen kriegen wir jetzt auch noch hier irgendwo zusammengekratzt. Nehmen wir mal hier die Spur. So, das sollte reichen, komm. Auf geht's. Ja, komm. Eins und jawohl, sehr schön. Auftrag abgeschlossen. Also zumindest den Teil des Auftrags. Also dafür sieht das wirklich richtig, richtig hart gut aus. So, Erde verdichten müssen wir. Dann brauchen wir unseren Erdverdichter. Wo ist er denn? Erdverdichter. Einmal einsteigen. Ach, der steht ja noch hier. Ich habe auf der ganzen Map meine Fahrzeuge verteilt. Alles klar, läuft bei mir. Das sind immer noch da oben, ey. Zack. Und schnell. Also. Das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist, dass sie die ganzen Fehler bei den verschiedenen Leuten halt ausgemerzt bekommen. Oder dass die Leute halt keine Fehler mehr drin haben, sagen wir es mal so. Dann ist es richtig perfekt, das Spiel. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Erde verdichten. So, zack. Und andere Dingen. Jawohl, sehr schön. Ja. Klappt doch ganz gut hier wieder, ne? So, 50% haben wir. So. Zack. Jawohl. Läuft doch wie geschmiert. Also auch so, ne? Wenn man sich hier mal den Boden anguckt und so, finde ich ehrlich gesagt richtig gut. Also für eine PlayStation mega gut. Also für eine Vierer, sage ich jetzt mal, ne? Keine Pro. Normale Standard. Aber da kann man echt nicht meckern. Ach krass, hier soll man direkt weitermachen? Ja gut, dann, ne, wenn wir schon einmal dabei sind.
Ja, selbst im LS sieht das gut aus. Muss man ja mal sagen. Also da würde ich jetzt auch nicht gerade sagen, sieht bescheiden aus oder sowas, ne? Ach! Ich lese es gerade, ich soll den Bereich ausheben, ich soll dir gar nicht verdichten, ja, herzlichen Glückwunsch. Ach komm, was? Das Ganze ausbuddeln? Ach du Schande. Wo soll das hin? Oh Jotte, Jotte. Ist die Frage, brauchen wir den Boden dann da noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann, wollte ich sagen. Ah, falsch das. Dann brauchen wir einmal unseren. Ach verdammt, wir haben ja immer noch keinen Bagger gekauft, ne? Wie viel Geld haben wir? Wir haben Geld genug. Wir kaufen uns jetzt erstmal einen Bagger. So, haben wir hier einen Fahrzeughändler in der Nähe? Ich würde gerne mal wissen, was das hier für zwei Fragezeichen sind. Die müssen wir uns mal hier angucken fahren. So, okay. Dann gehen wir mal rein in den Fahrzeughändler. So, was kaufen wir denn? Wir könnten uns hier den für 195.000 kaufen, den Atlas 340 LC. Wir könnten aber auch direkt mal einen großen kaufen. Ne? 250.000 können wir machen. Das ist jetzt nur die Frage. Nehmen wir den Dosan. Der Liebherr ist ein relativ kleiner, glaube ich. Ah ne, vor allem ist das ein Mobilbagger. Ne, ich mag den Mobilbagger nicht. Wir nehmen den Caterpillar hier. So. Her damit. Kaufen. So, ich bin es nämlich leid, das Ding immer auszuleihen. Also, halt. Rein in das Ding. Jawohl. Wobei der Atlas. Ne, was? Doch, Atlas, ne? Der war auch ganz gut, der Bagger, muss man sagen. Aber hier der Caterpillar, das ist ja den, den wir schon kennen. Den hatte ich ja auch im alten Teil. So, und den transferieren wir jetzt erstmal hier rüber. Und dann brauchen wir noch unseren LKW. Das Blöde mit dem LKW ist jetzt natürlich, wenn ich den nicht entladen kann, so mal auf schnelle Basis, sondern jedes Mal dahin flitschen muss. Oh, das wird ja voll stressig. Naja, wir gucken mal. Ich muss aber trotzdem auch noch andere Fahrzeuge kaufen, also andere Hersteller. Weil das ist auch noch eine Trophäe. Ich glaube, von jedem Hersteller irgendwas haben oder sowas. Irgendwie sowas war da. So, ich glaube, damit können wir jetzt erstmal arbeiten. Ja, und dann holen wir mal unseren Kipper. Das Blöde an dem Kipper, also es gab ja mal diesen Kipper-Anhänger. Der hätte mehr gepackt an Ladevolumen. Wobei andererseits könnten wir auch noch mal eben schnell schauen, ob ich noch einen Punkt habe, einen Fetchkits-Punkt. Ah, und ich habe auch noch diesen bescheidenen Sand da drin, ne? Den Rest. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ne? Ich kann ihn nur befüllen, ne? Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich probiere jetzt mal was aus. Das haben wir nämlich noch nicht getestet, ob ich jetzt, obwohl da noch Rest Sand drin, ob ich da die Erde reinschütten kann. Ja, Mitarbeiter kann ich irgendwann einstellen, aber ich bin noch nicht so weit, glaube ich. Ah ne, halt, stopp. Das ging, hier, das ist, Moment, irgendwo stand das. Wo stand das nochmal?
Irgendwo habe ich das gelesen, dass man Mitarbeiter einstellen kann, aber das war noch gesperrt, glaube ich, bei mir. Wo waren das? Oder war das bei Profil? Im S-Bereich. Warte, wo war das? Ausbaustufen. Im S-Bereich, hier. Ja, der Mechaniker. Ach so, warte mal, Hilfsarbeiter, doch, stimmt. Aha. Du findest den Hilfsarbeiter im Kontextmenü unter. Okay, Moment. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Was wäre das hier, ne? Ja, das ist das hier. Dann befüllt er das. Warte mal. Oh, warte mal, ich glaube, ich stehe viel zu nah dran. Dann machen wir erstmal das Licht an hier. Was? Okay. So, warte. Dann müsste das ja eigentlich. Ne, hier haben wir keinen. Ah, Mann. Polier. Ah ja, genau, hier mit dem Polier war das. Das war das hier mit dem Freischalten. Das habe ich gelesen. Aber ja, gute Frage. Nächste Frage. Kontextmenü unter diesem Medical. Und im Kontextmenü dieses Medical habe ich jetzt hier, also das ist ja das Kontextmenü, habe ich hier gar nicht. Und bei dem LKW hier, wenn ich hier reingehe, habe ich das Mannequin da und da ist es nur befüllen. Das wird wahrscheinlich die Hilfe sein. Also bringt mich das jetzt nicht wirklich weiter, das ist das Ding. So, wollen wir mal ausprobieren. Warte mal, kann ich hier Lichter machen? Aber wow, bringt mich auch noch nicht weiter. Da war ja richtig viel in der Schaufel. So, kann ich das jetzt hier noch zusätzlich reinschütten? Macht er nicht wirklich, ne? Naja, muss ich echt erst auslernen. So ein Kack. So ein Mist. Na gut, war ein Versuch wert. Dann. Ach, weißt du was, wir schütten das einfach mal hier. Brauchen wir gerade nicht. Können wir nachher wieder aufbaggern, gar kein Problem. Warum nicht? So. Ja, das jetzt aber alles auszubuddeln hier, das wird aber auch. Wow. So, nimmt das jetzt? Aha, okay. Und rein mit der Schaufel. Aber eine komplette Schaufel macht er irgendwie nicht. Oh. Okay. Voll wenig, was er da in die Schaufel packt. Warum? Und warum ist die Kamera so gedreht? Nimm doch mal da ein bisschen. Mach doch mal richtig hier. Was ist denn da los? Voll wenig, was er da in die Schaufel packt. Jetzt finde ich. So. Ah,
Naja, gut, egal. Dauert ein bisschen, aber kriegen wir doch leer. Das kriegen wir schon hin. Das dürfte kein Problem sein. Okay, ein Problem, der will gar nichts haben. Ich sag mal so, das konnte man im alten Teil auch ein bisschen besser sehen. Da wusste man, okay, ne, da ist jetzt ein Loch und so viel hat er da jetzt weggenommen. Das ist hier ein bisschen noch nicht so gut einsehbar, finde ich. Da kannst du halt nur über die Prozente gehen. Und die Baustellenlampen könnten ein bisschen heller sein und dafür das Fahrlicht ein bisschen nicht so hell. Also siehst du überhaupt nichts. Blendet voll. Geht da überhaupt noch was rein jetzt? Okay, wir schauen mal gerade. Dürfte eigentlich schon voll sein, ne? Hallo? Immer zurück. Renner. Ja, sieht gut aus. Also, ne, da wollte ich nicht hin. So, und jetzt. Das rauscht mir so. Ja, hier geht nur befüllen, ne? Ich würde den gerne leeren, aber es geht leider nicht. Dann müssen wir tatsächlich hier Schnellreise machen zum Kieswerk. Wird auch immer schnell dunkel. Ja, das ist richtig, Deichsel. Tag-Nacht-Wechsel ist recht zügig. Das war beim alten Teil auch schon so. Im alten Teil war der Tag-Nacht-Wechsel auch recht zügig immer. Da hattest du halt immer das Problem, dass du die Baustellenlampen hattest, die aber dann irgendwie entweder zu früh an oder zu früh ausgemacht haben. Also in der Regel zu früh aus. Steht da was im Hilfemenü? Wo meinst du? Handbuch, meinst du das hier? Angestellte. Okay. Der Hilfsarbeiter wird mit Absolvieren der Öffnungskampagne freigeschaltet. Öffne in der Baumaschine das Kontextmenü und wähle, um den Hilfsarbeiter eine Tätigkeit für dich ausführen zu lassen. Kauf und Verkauf von Schüttgütern oder das Auftanken und Reparieren deiner Maschinen. Ja, was macht er irgendwie nicht? Ach, da oben, da steht's ja voll. Ja, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ja, gucke ich jetzt gleich mal. Warte. Okay, so, dann habe ich ja jetzt kein Geld für bekommen, doch. Geklingelt hat's, aber ich glaube nicht, dass ich da Geld für bekommen habe, oder? So, dann reisen wir noch mal eben zurück. So. Warte mal, ich muss mal die Raupe da ein bisschen wegstellen. Na komm, rein da. Hallo? So. Und jetzt gucken wir mal. Kontextmenü, Construction View.
Hier kann ich nur meine Schutzbrille und sowas ausmachen. Tanken, Standorte, Jobs, Baumaschinen. Warte mal. Ah ne, halt, da muss ich nicht hin. Wie kann ich das denn? Ah. Und Kamera, okay. Ah, und so geht's wieder aus. Nee, also da steht jetzt auch nicht wirklich was. So, und hier wäre Kontextmenü nur das. Und das ist das Befüllen. Also da könnte ich jetzt dem sagen, so von wegen hier, füll voll den Kram. Von daher bringt mich das hier so mit dem Helfer dann in dem Sinne nicht weiter, ne? Ah, ich häng fest. Ah, das ist auch schon wieder so nervig, ne? Okay, dein Ernst? Ah ne, das wollte ich nicht. Danke. Das passiert mir auch jedes Mal, ne? Boah, ich sehe überhaupt nichts. Das Licht, das blendet so hart. Oh, guck mal, was ich gesehen habe. Aber gar keine schlechte Idee, dass ich das hier so. Guck mal da oben. Tada! Na komm, lauf. Komm ich denn da dran? Ah! Okay. Komm ich denn an den Schraubenschlüssel da dran? Oder den Hammer? Das kann nicht wahr sein. Ich will da den Hammer! Ach, verdammt. Okay, muss ich mir gleich mal irgendwas überlegen. Ah, Kamera, nerv mich. Ah, mit der Raupe könnten wir es mal probieren, ja. Machen wir gleich. Jetzt wollen wir erstmal hier den Rest ausprobieren. Die Kamera ist schon wieder wie wild durch die Gegend fliegen hier. So, zack, raus damit. Ja, muss ich gleich mal ausprobieren, Deichsel. Ich muss dann irgendwie auf die Maschine drauf kommen, damit ich da dran komme. So, was haben wir denn jetzt? Alter, erst 38%? Wow. Ist jetzt noch nicht viel, ne? Das liegt aber auch daran, dass er hier immer nur so eine halbe Schaufel nimmt, ey, irgendwie. Ich hätte gerne mal eine ganze Schaufel. Einfach viel zu wenig, was er da in die Schaufel ballert. Ja, komm. Ja, wow, ey, für diese Pfütze da fange ich ja hier keinen Hermann an. Mach mal hier. Mal Feuer in den Laden. Ey. Das ist eine 3 Kubikmeter Schaufel. Er packt den Halm rein. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So. Ah, 54%. Wird doch langsam. So, schütten wir da rein. So, jetzt nur die Frage, wie kommen wir an die. Der Ecke wird voll sein. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da dran?
Warte mal, wir versuchen es mal. Warte mal, kann ich da irgendwie rumfahren? Leider nicht, ne? Zack, das nächste Schild umgefahren. Machen wir noch direkt kaputt. Reicht das, wenn ich da... Oh. Mit der Schaufel dran gehe? Jawohl. Oh, das reicht sogar mit der Schaufel. Sehr schön. Zack. Oh, das ist ja praktisch, wenn man da noch nicht mal zu Fuß dran muss, sondern einfach nur mit der Schaufel dran gehen muss. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich dieses blöde Schild auch noch zwischen... Dazwischen, oder was? Echt jetzt? Geh weg, du blödes Schild. Ich glaub's ja. So. Ach Gott. Alter, das Ding ist so schwerfällig, ne? Ich hätte, glaube ich, besser doch den Atlas gekauft. Ich hatte mir aber eigentlich auch erhofft, dass ich hier mehr in die Schaufel reinkriege und dass das dann schneller leer wird. So, stellen wir uns mal hier hin. Dann wollen wir hier mal wieder ausladen gehen. Naja, ein bisschen geht da noch rein, aber das passt schon. So, und Schnellreise. Ja, die Verkehrsschilder sind wirklich nicht meine Freunde, Volker. Die niet ich alle irgendwie um. Aber dass ich das jetzt da zwischen den Ketten hängen hatte, das war natürlich dumm. So. Okay. Oh, stopp. So, dann schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt dafür kriegen. Oh, 6.500, ne? Kann man noch mit arbeiten. Da kann man noch mit arbeiten. So, einmal wieder zurück. Ui. Vorsicht. Naja, passt schon. Wir bleiben mal so stehen. Na komm, hüpf hier rein. Hallo, wo will er hin? So, rein da jetzt. So, und jetzt. Und jetzt mal bitte eine volle Schaufel hier, komm. Ah, hier, jetzt wird er übermütig. Jawohl. Ja. Kann das eigentlich sein, dass die Nacht länger dauert als der Tag irgendwie gefühlt? Ist ja immer noch dunkel. Ah, jetzt ist hier wieder nur so ein
Viertelschüppchen da. Ja, bitte. Nein, 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 nicht schon wieder. Ah. Kommt einem so vor, ja, das könnte sein. Aber 71% haben wir jetzt schon. So langsam wird's, ne? Ja, aber sehr schön. Oh Gott, nein, nein, nein. Buddeln wir hier nochmal. Kann das eigentlich sein, dass ich ja jetzt die Hälfte von dem LKW da rausgefischt habe? Na komm, heb doch mal richtig was raus. Ach Gott, ich hasse es. Fahren wir mal ein Stück zurück. Ja. Normalerweise macht Baggern mir am meisten Spaß und ist eigentlich auch mit am simpelsten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese... Die Steuerung von den Fahrzeugen hier, die geht irgendwie viel schneller, zügiger vonstatten als im alten Teil. Da war, also gefühlt zumindest. Beim alten Teil war die ein bisschen schwergängiger, da hat alles so ein bisschen träger und langsamer. Hier bewegst du den Stick so ein bisschen und der hantiert hier direkt los. So fühlt sich zumindest an. Geht da eigentlich noch was rein oder ist er voll? Ne, da geht noch was rein. Da geht noch was rein. Und halt, weil die Kamera auch, weil die Kamera sich permanent immer irgendwie anders dreht. Also, hier in dem Game ist Kamera mein Kryptonit auch vor allen Dingen. Generell ist sie so nicht schlecht, aber... Ja, beim alten Teil hast du sie eingestellt und man die fest. Nur hier dreht die sich halt mit dem Fahrzeug mit. So, was haben wir denn jetzt? 98, sehe ich das richtig? Komm, die 2%, die peddeln wir jetzt auch noch hier irgendwo aus dem Boden. Jawohl, endlich. So, sehr schön. Okay, das haben wir zumindest jetzt schon mal hingekriegt. Das hat ja auch lange genug gedauert jetzt. So, Abfahrt. Okay, lass mal jetzt einfach mal so stehen. Wo bin ich hin? So, und das hier bringen wir noch weg. Per Schnellreise, weil ich häng fest. Easy. Wow. Das hatten wir schon mal hier, ne? Dass wir hier alles auf einmal hier verteilt hat. Kies liefern und verteilen. Ja, sind wir hier genau richtig gerade. Da sind wir doch genau richtig hier.
Also halt. Einmal ausleeren. Jawohl. So, dann wollen wir mal Kies holen. So, Kies, einmal in der Mitte. Das ist auch besser gemacht, ne? Dass man da nicht mehr rückwärts ranfahren muss. Wobei mit dem LKW wird es ja gehen, ne? Dadurch, dass es den Anhänger nicht mehr gibt. So, alles voll. Jawohl, sehr schön. So. Und hinter. Na komm, mach vorn. Jo, danke schön. So, wo muss das jetzt hin? Kies liefern und verteilen. Ja, das wird mit dem Verteilen so aber nichts, wenn ich hier 5 Millionen Baumaschinen hier im Weg stehen habe. Warte mal, machen wir anders. Lagern wir mal ein. Bagger, brauchen wir den noch? Lagern wir erstmal ein. Machen wir den erstmal aus den Füßen. Und das Ding hier werden wir wahrscheinlich jetzt gleich brauchen, weil wir jetzt Kies am Verteilen sind. So. So, hier rein jetzt. Mal gucken, ne? Ey, du sollst halt da verteilen, du Fiur. Schippt hier alles raus. Ich meine, ist auch ziemlich geil, wenn man hier in so ein Erdloch reinfahren muss. Wie viel hier schon so rausfällt. Ah, halt. Ach, Mann. Und rauf da. So, 50% haben wir, sehr schön. So viel Kies hätte ich gar nicht gebraucht, oder? Wow, wo hänge ich denn jetzt fest? Wo hänge ich denn da? Was ist das? Dann fahren wir halt so. Und rein da. Na komm. Schritt mal. Jawohl, sehr schön. Und raus da. So, Stahlträger müssen wir liefern. Ah ja, okay. So, lass mich raten. Dafür brauchen wir aber dann einen größeren LKW. Ja, oder? Kriegen wir die auf den kleinen Pritschen? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Zweifel, dass wir die auf den kleinen Pritschenwagen kriegen. Wir versuchen es trotzdem mal. So, okay, wo kriegen wir die denn? Stahlträger kriegen wir wo? Kieslieferung, Materiallieferung, Stahlträger. Ah, ne, wir brauchen doch den Multi-Auflieger. Okay, alles klar. Einen knickgelenkten Muldenkipper hätten wir gebraucht. Aha. Na dann. Hat auch so funktioniert. So, okay, Multi-Auflieger. Schnellbaukran brauchen wir auch noch.
Dann schnell Einsatzkran. Ja, gut, okay, dann müssen wir uns doch noch einen ausleihen. Dann, ne Quatsch. Auf zum Fahrzeughändler. Dann betreten wir den nochmal. So, was leihen wir uns denn? Einmal den Multi-Auflieger, den brauchen wir. Wo ist er? Der hier. Ist es egal welcher? Oder brauchen wir dann bestimmten? Wir leihen uns erstmal die Zugmaschine dafür. Nehmen wir mal den hier. Ja. So, warte mal, ich will noch mal in den Auftrag reingucken. Nicht, dass ich dann nachher wieder was Falsches aus. Naja, der Kleine würde reichen. Okay, alles klar. Passt. So. Zack. Wo war er? Da. Mieten. Jawohl, sehr schön. So. Dann in den Fuhrpark. Einsteigen. So, dann machen wir uns das Ding mal hier dran sneaken. Wow. Na komm, Stück zurück. So, einmal dran, jawohl. So, und dann müssen wir wohin? Wo kriege ich sie denn? War das hier? Das ist die Fertigwandfabrik. Warte mal, wo hatten wir denn? Wir haben doch schon mal irgendwo Stahlträger geholt. Wo hatten wir die denn her? Wo waren das? Das ist der Bauhof. Das ist hier auch angezeigt. Volle Baumaschine. Aufgabe überspringen. Nee, will ich nicht. Zur Baustelle. Ja, schön. Ich würde aber gerne wissen, wo ich hier herkriege. Kann ich mir den Fahrweg hier markieren irgendwie? Halt, da stand doch was. Zack, Materialien, Ort. Stahlträger. Baust Ach, die kriegen wir auch im Baustoffhandel. Ja gut, easy. Da brauchen wir ja nur darüber fahren. Einmal easy zum Baustoffhandel. Der Baustoffhändler hat alles. Ja, früher gab es noch. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah ja. Früher gab es ja da extra die Stahlfabrik für, wo man dann immer hinfahren musste. Heute fahren wir zu Hammergeil. So, ab zu Hammergeil. Brauchst du fahren? Wo? Wow. Okay, bei dem ruckelt hier es aber auch ein bisschen, ne? Bei dem LKW hier. Also wirkt ein bisschen eierig. So. Ab zu Hammergeil. Und hinein. Betonsch. Was? Wo sind denn die Stahlträger? Ah ja. Alter, was müssen wir denn hier noch alles ankarren, ey? Leck meine Füße. So, zack, zack. Nehmen wir. Kaufen. Kriegen wir dann noch irgendwas drauf? Dann können wir es direkt mitnehmen. Komm, da geht da noch irgendwas mit drauf. Was ist denn das nächste, was wir brauchen? Pfeiler. Ja gut, das sind die. Ah, stopp. Dingens. Gründung, Wandbau. Irgendwas können wir doch bestimmt noch mitnehmen. Auch schon einmal hier sind. Filter rein. Deckenelement. Palette Betonschalungen.
Metallbauteile. Ja, die haben wir ja jetzt. Oh Gott. Ich nehme aber, ich versuche mal die Betonschalung wieder mitzunehmen. Zack. Zur Kasse kaufen. Pass hier mal mit drauf, jawohl. Sehr schön. Rein von der Logik her müsste der Betonschalung das nächste sein, was wir dann benötigen, ne? So, wie weit ist denn das? Hab ich jetzt nicht gefahren. Ne, habe ich gar keinen Bock drauf. So, ey, hol die Kamera hin. So, okay. Das hätten wir schon mal. Wir brauchen ja noch irgendwo den Schnellbaukran. Ne? Warte mal, wo kommt der hin? Da hinten in die Ecke. Warte mal, gehen wir direkt mal hin. Kranplatz. Aufbauen. Ja. Jawohl, sehr schön. Einsteigen. Oh ne, warte mal, jetzt lass mal bitte nicht, komm da nicht dran. Nee. Okay, nochmal aussteigen. Ich muss den LKW umplatzieren. So. Ein Stückchen näher, bitte. So, das sollte reichen, oder? Schauen wir mal. Ja, das sieht doch besser aus. Das sieht doch viel besser aus. Achso, ne, warte mal, wir nehmen erstmal die Verschalung hier. Und platzieren wir die direkt schon mal hier an ihrem Platz. Zack. Klöppeln wir die direkt mal hier hin. Boah, wieso sehen Sie denn nichts? Ja, so. So ist gut. Zack, Nummer 1. Und runter damit, jawohl. Oh, Vorsicht. Oh, zwei, jawohl. Ah, die nämlich schon mal da verbastelt, dann passt das. So, und die packen wir direkt hier rüber. Schwingt voll, ne? So, Nummer 1. Und Nummer 2, jawohl. So, Katsching, jawohl. Und dann müssen wir die Baustelle freiräumen. Gar kein Problem. So. Na komm, fahr. Oha. Okay, da haben wir einiges zu tun. Da haben wir wirklich ein bisschen was zu tun. So, wollen wir mal gucken, dass wir die noch da reinkriegen. Ah, warte mal, gibt es kürzere und längere? Ja, die da hinten sind länger, glaube ich, und die sind kürzer hier, ne? Wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, sind die kürzer, alles klar. Na komm, mal wieder rüber. Jawohl, Nummer 1. Na komm, ran da. So. Generell ist das mit dem Treffen hier von dem Kran,
Haken eigentlich ein bisschen entspannter geworden. Ne? Fände ich zumindest. Muss ich eigentlich nur darauf konzentrieren, dass dieser eine Kreis mit dem gelben Punkt da am Start ist und der Rest erledigt sich quasi von selber. Das finde ich gut. Zack. Dann ist die Treffsicherheit auch da. So. Jawohl. Easy. Ja, komm runter. Jawohl. Und rauf damit. Also bei dem Kran habe ich mich auch so mittlerweile an die Kamera gewöhnt, an die Sicht. Es geht mittlerweile. Na komm. Und rauf damit. Oh, jetzt. Und die Lasterzeug musste sich näher am Boden befinden, ja. Ja, Volker, dann los. Am besten direkt eine Fünfer holen. Wenn man eine kriegt. Oh nein, oh nein, 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 oh, bleib hier. Oh. Ey! Ein Problem. Naja, so kann man es auch lassen, ne? Passt schon. Was ist denn da jetzt passiert? Okay. Wie kriege ich denn den da jetzt weg? Kann ich den hier weg? Ah, siehst du? Geht doch. Okay. So. Okay, dann wollen wir hier den Querschläger hier mal einsammeln. Das sah aber lustig aus, oder? So. Na komm. Jawohl, sehr schön. Haben wir die ja auch. Na moin. Ja. Das. Da denkst du, bist du fertig? Ja, Pustekuchen. Wo haben die Lieder jetzt auch ausgegraben? So, dann wollen wir die mal da oben hinballern. Und komm da auf einmal, sprießen da noch mal ein paar Dinger aus dem Boden. Läuft. Oh, halt, stopp. Zack, jawohl. Zack und rauf damit. Jawohl. Und die beiden hier noch. So. Na, komm hoch. Ah, runter, runter, runter. Und ah, jetzt der letzte.
Na, kommen wir so da dran, oder? Jawohl, das geht. Sehr schön. Juhu. So, jetzt müssen wir noch mehr Bahnen anliefern. Aber, Freunde, ganz ehrlich, das mache ich dann nochmal in einem Video. Ich würde jetzt mal den Stream für heute Abend beenden, weil ihr hört es ja immer, bei der Nase wird immer mehr zu. Und es geht mir gerade immer mehr hart auf die Nerven. Also mittlerweile mit dem Atmen nicht mehr so ganz so leicht. Und von daher würde ich mich noch ein bisschen auf die Couch chillen, ein bisschen auskurieren. Ja, Hanke, vielen Dank dir auch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. War ein richtig nicer Stream, obwohl ich Deichsel, danke auch, sagen muss, Bausimulator zu streamen finde ich schwieriger als zu Let's Playen. Ganz ehrlich. Durch das Ganze immer hin und her springen und finde ich gar nicht so einfach. Also als Let's Play an sich, als Video, finde ich es irgendwie leichter. Ich weiß nicht, ob ich nur sein Bild oder was, keine Ahnung. Aber so gefühlt würde ich sagen, ist das ein bisschen entspannter. Aber gut, egal. War trotzdem geil, hat Spaß gemacht. Wir sind auch ein ganzes Stück weitergekommen auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens am Donnerstag im LS-Stream oder halt in den Videos wieder. Bedanke mich, wie gesagt, dass ihr dabei wart. Wünsche euch für morgen einen tollen Wochenstart. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Bis demnächst und schönen Abend noch. Ciao, ciao.